A3.4. Für eine bestimmte Melodie werden folgende Vorgaben in der Software eingestellt. Als erstes wird die Taste C und als zweites die Taste A angeschlagen. Zudem soll jede Taste höchstens einmal angeschlagen werden. Ergänzen Sie im Baumdiagramm die zugehörigen Tasten. Das ist ein ganz spezielles Baumdiagramm, das ein paar Eigenschaften hat. Hier gibt es keinen allgemeinen Hinweis, wie man das Baumdiagramm erstellt. Hier ist eigentlich der beste Rat, sich am Text entlang zu hangeln und zu überlegen, was steht da drin. Als erster Satz, ja, kann man eigentlich ignorieren, bestimmte Melodie, bla bla bla. Hier jetzt das erste Wichtige, als erstes wird die Taste C gedrückt. Das haben wir hier drin stehen, als erstes kommt die Taste C. Wie geht's weiter? Als zweites wird die Taste A gedrückt. Also schreiben wir in das nächste Feld ein A rein. Okay, wie geht's weiter? Zudem soll jede Taste höchstens einmal angeschlagen werden. Okay, wenn jetzt das C und das A schon gedrückt sind, welche Tasten bleiben dann noch übrig? Ja, die Tasten an sich haben wir hier oben stehen, C, D, E, G, A. Also C und A sind verbraucht, dann ist noch das D übrig, hier haben wir noch das E übrig und hier hätten wir noch das G übrig. Ob das jetzt D, E, G, G, E, D oder sonstig vertauscht ist, spielt eigentlich keine Rolle. So, und jetzt geht man einfach jeden Zweig nach. Ja, ich prüfe jetzt erst den da. Ich habe das C schon benutzt, ich habe das A schon benutzt, ich habe das D schon benutzt. Ja, was könnte jetzt noch reinkommen? Das E zum Beispiel. Okay, abgehakt. Zweite Möglichkeit, dieser Pfad. Ich habe das C, das A und das D schon benutzt. Ja, was ist noch übrig? Ja, das G wäre noch übrig. So, und das mache ich jetzt mit den anderen genauso. C, A, E, dann wäre hier noch das D übrig und hier noch das G. Und C, A, G, dann wäre einerseits das D übrig und andererseits noch das E. Und schon ist mein Baumdiagramm ausgefüllt mit den Aufgaben oder Angaben, die hier oben im Text stehen.